Gibt es jemand, der Marie heißt oder so? Heidemarie, Marie, irgendwie so etwas? Meine Mutter heißt Maria. Okay, danke. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Vor ein paar Tagen bin ich in Dortmund gewesen, in der Praxis von dem Medium Bettina Suvirode. Und wir haben dort eigentlich ja Gehirnwellen messen wollen. Das heißt, ich habe Bettina mit so einer Art Badekappe ausgestattet, wo die Sensoren verbaut sind und wir wollten Gehirnwellen aufzeichnen, während sie Botschaften gibt. Das heißt, wir hatten dort auch zwei Testklienten vor Ort. Und Bettina hat sich verbunden und hat dann nacheinander den beiden Botschaften übermittelt, hat also Kontakt zu Verstorbenen aufgenommen, zu verstorbenen Verwandten von diesen beiden Testklienten. In diesem Video möchte ich gar nicht so sehr auf die Gehirnwellen eingehen. Das wird später noch alles veröffentlicht, da müssen wir auch noch viel, viel weitere Forschung betreiben. Das ist viel zu früh, da jetzt Konkretes zu veröffentlichen. Nein, in diesem Video möchte ich über etwas anderes berichten. Ihr habt es im Intro ja vielleicht auch schon gesehen, denn ich habe diese Untersuchung filmen dürfen und es kamen wirklich unglaubliche Botschaften durch, wie ich fand. Und ich habe Bettina gefragt, ich habe auch die beiden Testklienten gefragt, ob ich möglicherweise einige Szenen aus diesen Sittings veröffentlichen darf. Und es haben alle zugestimmt, wofür ich mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken möchte bei Bettina und den beiden Klienten, die wunschgemäß natürlich auch anonym bleiben. Wir werden also gleich in den Videosequenzen, die ich euch zeige, immer nur Bettina sehen. Und dann bitte nicht wundern, dass sie ja auf dem Kopf so eine komische schwarze Badekappe aufhat. Das liegt halt daran, dass wir parallel dazu diese EEG-Wellenmessungen durchgeführt haben. Die beiden Klienten werdet ihr dann also nicht sehen, aber ihr hört die Stimmen, ihr hört die Antworten auf diese Botschaften, die Bettina durchgegeben hat. Ich finde das extrem wertvoll, dass wir jetzt sozusagen mal wirklich hineinblicken können in den Alltag und in die Arbeitsweise eines Mediums. Und ich möchte euch zeigen an verschiedenen Beispielen, wie Bettina funktioniert, also wie sie die Botschaften bekommt, wie sie das interpretiert und übersetzt. Weil ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, wie das funktioniert. Weil man darf sich das nicht vorstellen, dass so ein Jenseitskontakt wie ein Telefongespräch funktioniert. Nach dem Motto, Bettina ist jetzt verbunden und sie kriegt alles durchgegeben und sie kann jetzt alles erzählen, was da auf der anderen Seite an Botschaften übermittelt wird. So einfach ist es leider nicht. Es ist eine ganz, ganz feine, subtile Kommunikation, die über die sogenannten Hellsinne funktioniert. Das heißt auf telepathischer Ebene. Bettina kann unter anderem auch hell hören, kriegt also einzelne Wörter oder sogar Sätze manchmal durchgegeben, die sie dann wiedergeben kann. Das ist sehr, sehr wertvoll, wie ich finde. Also das Hellhören ist eine ganz, ganz wunderbare Fähigkeit, aber auch nicht sehr verbreitet unter den Medien. Was bei den meisten Medien sehr gut ausgeprägt ist, ist das Hellfühlen. Ja, dass man die Gefühle des Verstorbenen wahrnimmt, möglicherweise Schmerzen an bestimmten Körperteilen wahrnimmt, dass man hell sieht. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass man wirklich physisch schaut, was ist gerade im Raum los, sondern das ist mehr so eine Art Erinnerung, ja, also wie vor dem inneren Auge plöppen plötzlich irgendwelche Dinge auf und Bettina muss dann versuchen, all diese Dinge miteinander zu kombinieren. Hell riechen, hell schmecken, auch das werden wir gleich in den Videosequenzen, die ich euch zeige, sehen. Und ja, das bedeutet aber nicht, wenn man jetzt so einen Eindruck vom Verstorbenen übermittelt bekommt, dass man auch sofort das Richtige übersetzt. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man Dinge fehlinterpretiert. Das kann immer passieren, dass also sozusagen die Impulse reinkommen, Bilder kommen rein, Symbole kommen rein und dann passiert ein Fehler in der Übersetzung. Bevor wir uns jetzt die Videos anschauen mit Bettina und wie sie Botschaften übergibt, möchte ich euch noch eine Folie zeigen aus meinem Vortrag zur Erians-Studie. Auf dieser Folie seht ihr eine Statistik zu 500 Teilnehmern. Und zwar war die Frage, gab es ja so hochspezifische Informationen in den Botschaften, die das Medium unmöglich hätte wissen können.
Und wir sehen, dass 431 Personen von den 500 Teilnehmern gesagt haben, ja, eindeutig ja. Es gab in den Botschaften so hochspezifische Informationen, dass die niemand anderes hätte wissen können, außer mein Verstorbener und eventuell auch man selbst. Ja, ihr wisst ja vielleicht, in der Studie haben wir ja da auch nochmal unterschieden. Es gibt ja solche Beweise, also ich meine jetzt nicht wissenschaftliche Beweise, sondern diese hochspezifischen Informationen, die der Hinterbliebene sofort verifizieren kann. Aber wir haben ja auch jede Menge Botschaften gehabt, wo niemand was mit anfangen konnte, weder das Medium noch der Hinterbliebene. Und dann hat man es im Nachgang durch Recherche und Befragung anderer Hinterbliebener dann herausfinden können und positiv verifizieren können. Aber diese Statistik, die ihr hier seht, bezieht sich halt auf die sofort verifizierbaren Botschaften und Informationen. Und es sind 86,2%. Das sind, wie ich finde, wirklich sehr beeindruckende Zahlen. Aber man darf nicht aus dem Auge verlieren, dass auch ungefähr jeder sechste Teilnehmer eben nicht solche hochspezifischen Informationen bekommen hat. Und es kann sogar mal passieren, dass ein Sitting überhaupt nicht funktioniert. Ja, nicht immer merkt das Medium das. Also oft ist es so, dass das Medium es selber merkt, ja, und dann sagt, ah, ich kriege keine richtige Verbindung, wir brechen jetzt hier besser ab. Aber manchmal ist es auch so, dass die Verbindung, naja, so halb-halb ist und man sich nicht genau sicher ist. Also nicht immer kann das Medium von sich aus sagen, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Sitting war. Das weiß es nicht. Ja, deswegen war Bettina ja auch sehr, sehr froh, dass wir diese Studie gemacht haben, weil sie dadurch ja so klares Feedback bekommen hat und auch wirklich dann einschätzen konnte, wie treffend denn ihre Aussagen eigentlich gewesen sind. Ja, was kann sein, wenn das Sitting mal nicht gut funktioniert? Was können Ursachen sein? Es gibt viele, viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können bei so einem Sitting. Ja, das heißt, in einem Laborexperiment kann ich immer selber dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen immer die gleichen sind. Meinetwegen, ich habe da einen Topf mit Wasser, den erhitze ich. Ja, dann haben wir immer den gleichen Luftdruck und bei 100 Grad Celsius fängt das Wasser an zu kochen. Das kann ich 1000 Mal wiederholen, immer mit den gleichen Rahmenbedingungen und es wird auch immer genauso sein, dass bei 100 Grad das Wasser kocht. Aber in einem Jenseitskontakt sind wir hier nicht unter Laborbedingungen. Es gibt sehr, sehr viele Einflussgrößen, die wir gar nicht kennen, die wir auch nicht bestimmen und beeinflussen können. Zum Beispiel so etwas wie, was sagt denn eigentlich die geistige Welt dazu? Ist das überhaupt der richtige Zeitpunkt, dieses Sitting zu geben? Soll der Hinterbliebene jetzt schon Heilung erfahren oder ist das möglicherweise zu früh? Ja. Wenn der Zeitpunkt nicht richtig ist, dann kann ich zum besten Medium der Welt gehen, es wird nicht funktionieren. Und man darf dann jetzt auch nicht aufgrund der eigenen Erfahrung dann sagen, das ist alles Blödsinn, das ist nur Spinnerei, das ist nur Geldmacherei. Nein, wenn der Zeitpunkt nicht stimmt, dann soll es halt nicht so sein. Ja, und dann muss man halt vielleicht warten, wachsen und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu einem anderen Medium möglicherweise gehen. Weil auch nicht immer ist das Medium, was man ausgewählt hat, genau das Richtige für einen. Auch das kann ein Grund sein, dass ein Sitting nicht gut funktioniert. Ja, das heißt, wir haben hier verschiedene Einflüsse, die man berücksichtigen muss. Und die Garantie dafür hat man eben nicht. So, jetzt würde ich sagen, lang genug geredet. Wir starten jetzt einfach mal mit den Videosequenzen, die ich dann auch immer mal wieder unterbreche und kommentiere. Ist er gerne ins Theater gegangen oder hat er irgendwas mit dem Theater auch zu tun gehabt? Weil ich sehe, ich höre einen Song, Theater, Theater, und das ist quasi ein Symbol dafür, dass er irgendetwas mit dem Theater zu tun hatte oder dass er gerne ins Theater gegangen ist, sich Stücke angeschaut hat. Er ist gerne ins Theater gegangen. Sie hatten ein regelmäßiges Abo. Okay, danke. Das erklärt das, weil okay. ich habe nämlich gedacht, warum, weil sonst sich immer nur so eine vorstellen oder ja. Irgendwas, aber das ist bei ihm wirklich, dass er da regelmäßig wirklich wie in eine Welt abgetaucht ist. Mhm. Ja, weil ich höre jetzt die ganze Zeit nur wie so eine Jazzkapelle und wie so eine Trompete, die irgendwie, wo jemand eine Trompete spielt. Und in Berlin war er oft in Jazzclubs, also ja. Wo live gespielt worden ist. Ja, weil er und da hat er auch mit dem Fuß, ja. Kannst du jetzt sehen, dass mein Fuß jetzt anfängt, ja. Dass mein ganzer Körper anfängt zu wippen. Das ist so eine typische Geschichte. Und dann, wenn ihm das dann das Sitzen oder Stehen dann so, und dann, wenn er sich hingesetzt hat, hat er oft auch ein Bein über das andere geschlagen und hat dann da eben halt immer noch so gewippt mit der Hand. Ja, genau. Ja. Und er wollte immer tanzen dann. Ja, genau. Und gibt es jemanden, der Marie heißt oder so?
Heidemarie, Marie, irgendwie so etwas? Meine Mutter heißt Maria. Okay, danke. Mochte dein Vater die Beatles gerne? Das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Oder hast du dir nach dem Tod deines Vaters den Song Yesterday von den Beatles angehört? Bestimmt. Weil ich höre dieses Lied jetzt in Dauerschleife und... So, hier hatten wir wirklich wunderbare Beispiele für das Hellhören. Ja, so hat Bettina auch diese Melodie wahrgenommen mit Theater, Theater. Aber auch hier besteht natürlich die Gefahr, Dinge falsch zu interpretieren. Sie hätte ja jetzt auch sagen können, oh, dein Vater, der hat wohl gerne Katja Epstein gehört, ja, Schlagerlieder oder sowas. Aber nein, Bettina hat erkannt, dass das nur ein Symbol war, offensichtlich. Denn der Vater besuchte gerne das Theater und ist da sehr gerne eben in diese Theatervorstellungen gegangen. Aber das zeigt auch, wie schmal der Grat ist, auf dem sich ein Medium bewegt. Ja, was wäre gewesen, wenn sie gesagt hätte, der Vater, der hat gerne Schlagerlieder gehört? Das wäre vielleicht komplett falsch gewesen. Ja, und das ist eben auch die Erfahrung von einem guten Medium, dann noch die anderen Eindrücke mit einfließen zu lassen, dass die Übersetzung dann auch funktioniert. Der Name Marie, ja, oder Heidemarie wurde gesagt hier von Bettina und dann sagt der Klient, ja, Maria ist der Name. Und dass mir hier jetzt keiner auf die Idee kommt, der Name sei falsch gewesen. Also ich finde, dass man Marie durchaus als Maria gelten lassen darf. Ja, also hier wird also auch nicht ganz exakt etwas wahrgenommen, hundertprozentig jeder einzelne Buchstabe, sondern das sind wirklich so ganz vage, subtile Eindrücke, die dann eben vom Medium übersetzt werden müssen. Also auch sehr, sehr treffend hier, den Vornamen korrekt genannt. Und der absolute Hammer war, finde ich, dass Bettina den Beatles-Song erkannt hat. Yesterday, all my troubles seem so far away. Ich meine, ist doch Wahnsinn, oder? Woher kommt dieses Lied? Sie muss es doch gehört haben und dann ist es genau das Lied, was der Hinterbliebene gehört hat, als der Vater verstorben ist. Ja, also ein sehr emotional behaftetes Lied und das zeigt auch so wunderbar, dass der verstorbene Vater ja offensichtlich dabei war. Dass er also seinen trauernden Sohn auch danach begleitet hat und das mitbekommen hat, dass er in dieser Trauerzeit diesen Beatles-Song ständig gehört hat. Und Bettina hat das hier wunderbar erkannt, ja, erstmal die Melodie erkannt, das Lied erkannt und eben auch die Situation. Und ja, ich finde extrem wertvoll. Das Hellhören ist eine extrem wertvolle Fähigkeit. Ist dein Vater sehr gerne in den Bergen wandern gegangen? Ganz genau. Weil ich sehe nämlich Berge vor mir auftauchen. Ich bin ja eher so der Typ Meer, aber dein Vater mochte die Berge und mochte es wirklich. Oben irgendwo zu stehen, da scheint es auch wie eine Art Bild auch zu geben, wo er auch an einem Gipfelkreuz steht oder so etwas. Kannst du das bestätigen? Das kann ich bestätigen. Ja. Aber das sind auch Länder, Mittelmeerländer, die ihm eben halt auch gefallen haben, wirklich auch im Meer zu sein. Er nimmt mich gerade mit in so eine Welt, wo es nach Mimosen riecht. Wo wie so eine Art Steinmauer ist, wie so eine alte Festung oder wie eine alte Burg oder wie so ein Aussichtsturm oder irgendwas ist, wo man übers Meer schaut. Ja, und da ist es sehr warm und das ist eine Erinnerung an einen Urlaub, den es hier vielleicht gegeben hat. Es kann sein, dass du dich da vielleicht gar nicht mehr dran erinnerst, aber das muss wie in Südspanien gewesen sein. Wir hatten ein Haus in Spanien. Okay, ist das in der Nähe von Alicante gewesen? Ja. Okay, in Torrevieja? Und das ist der... Cabo Roy? Nee, Benidorm war das. Ach, Benidorm, okay, das ist ein Stückchen weiter unten. Aber wie gesagt, ich sehe genau diese... Das nennt man Bratpfanne Spaniens. Kurze Unterbrechung, weil ich möchte euch eine Karte mal einblenden von Spanien, um euch zu zeigen, wie nah Benidorm und Alicante sich eigentlich sind. So, jetzt sind wir hier auf der Karte. Und ich finde das so faszinierend. Ich meine, wenn man jetzt als Medium vielleicht noch das Land richtig hinbekommt, sagt, ja, ich sehe hier Spanien oder das fühlt sich wie Spanien an. Aber hier wird ja mit einer Präzision gearbeitet, die ich mir erstmal auf, ich sag mal, materialistische Art und Weise überhaupt nicht erklären kann. Ja, hier wird gesagt, Alicante, also noch welche Region in Spanien. Und dann ist das auch noch zutreffend. Und das finde ich wirklich unglaublich, mit welcher Präzision hier gearbeitet wird.
Okay. Weil wir haben da auch ein Haus gehabt und deshalb, also genau in diesen Erinnerungen bin ich, also ich bin quasi in meiner Erinnerung, er zeigt mir Dinge, die ich eben halt auch kenne, und ich rieche eben halt wie Rosen. Ja. Und das muss etwas gewesen sein, den Geruch von Steinen, wenn die Sonne drauf kommt und Mimosen. Und dann da eben halt wirklich in die Ferne zu schauen, das hat er wirklich geliebt. Ich sehe ihn da auch, ich weiß nicht, ist er dann in Afrika gewesen? Namibia? Ja, mit mir. Okay, dann. Aber nicht in Namibia, wir waren in Kenia, okay. Kilimanjaro, wir waren. Okay, danke, weil ich bin selbst noch nie in Namibia gewesen, aber das, was von mir auftaucht, ist eben halt ein Berg. Und ich habe eben als etwas die Steppe gesehen und ich habe die Big Five habe ich gesehen. Ja. Deshalb wurde immer die ganze Zeit meine Hand immer schon so hochgehalten, weil über die Big Five eben halt spricht. Das hat er mit mir gemacht, da war ich 19. Ja. Das war dann mein Geschenk zum Abi. Genau, das ist eben halt eine ganz, ganz große, ist für ihn etwas ganz, ganz Großartiges gewesen, weil jetzt, er wird jetzt gerade sehr, sehr, sehr gerührt. Habt ihr irgendwas geplant, dass ihr irgendwie außerhalb von Europa einen Urlaub machen wollt? Ja. Also so etwas eher, weil ich habe also zuerst wie so ein Stopover in Dubai habe ich gesehen und dann geht es noch weiter. Ja, weil dein Vater sich freut, wenn ihr diese Reisen macht und er mitkommen darf und durch eure Augen das wahrnehmen darf. Okay. Aber ihr seid von der Reisevorbereitung her, seid ihr nicht ganz so akribisch? Nee, wir haben nicht angefangen. Ja, weil dein Vater sagt, er hat solche Sachen immer vorher sich notiert, hat sich alles Mögliche angeschaut, was man da tun kann, hat alle möglichen Angebote sondiert. Ihr seid da weniger akribisch. Ja. Ja, und jetzt erst an für September. Das sind 4 Wochen weg. Genau, aber das ist für deinen Vater etwas, wo er das gut heißen würde, wenn ihr dann da euch dann mehr dann damit beschäftigt, also wirklich mit der Vorbereitung. Ich weiß nicht, habt ihr wie so eine Länderreise vor, so als ob ihr in mehrere Länder fahrt? Ja. Ja, so als ob das so etwas wie Vietnam oder so etwas ist, oder Myanmar oder so, oder Thailand, irgendwie so dieses... Vietnam, Laos und Korea. Korea, okay. Ja, weil ich habe, wie gesagt, Vietnam war das, ne, und nehmt einen Flug über Dubai, also mach da einen Stopover und dann weiter. Ah, okay. So, das waren jetzt mal ein paar Videos zum Thema Urlaub. Und auch hier hat Bettina wieder mehrere Hellsinne eingesetzt, um die Botschaften zu übergeben. Und das Hellhören war wieder dabei, ne? Also Vietnam wurde ja jetzt mal hier beispielsweise als Land genannt, was auch wieder zutreffend war, denn die geplante Reise war ja darauf ausgelegt, dann auch nach Vietnam und Korea und in diesem Bereich dann letztendlich auch zu fliegen. Also auch hier wieder zutreffend, ja, das war wieder das Hellhören. Aber auch wurden bedient die Erinnerungen des Mediums. Ja, das heißt, ein Verstorbener hat offensichtlich die Möglichkeit, in den Erinnerungen eines Mediums zu suchen und dort passende Erinnerungen herauszukramen. So hat sich jetzt Bettina auch an ihre eigene Zeit im Urlaub in Spanien erinnert, hatte wieder diesen Duft in der Nase, das hell Riechen von den Mimosen. Ja, also da werden diese Bilder bedient. Das heißt, der Verstorbene arbeitet hier mit Symbolen, aber greift eben auch aktiv auf die Erinnerungen zu. Und so muss jetzt das Medium alles miteinander kombinieren und versuchen, da die passenden Botschaften durchzugeben. Ich fand es auch sehr faszinierend, dass Bettina diese Afrika-Reise erkannt hat. Sie selbst ist noch nicht in Afrika gewesen, das heißt, der Verstorbene konnte jetzt nicht auf Erinnerungen zugreifen, sondern jetzt ging das Ganze über Symbole. Ja, es wurde da die Landschaft gezeigt, ein Berg gezeigt, die Big Five, also sie sagt, sie muss ja die Hand hochheben und das in Kombination. Die Landschaft und die Five hat sie dann kombiniert als Big Five. Das kennt ihr ja vielleicht von den Safaris in Afrika. Ich kann sie jetzt nicht alle im Einzelnen aufzählen. Ich glaube, Nashorn ist dabei und Löwe und Büffel oder sowas. Also nagelt mich da jetzt nicht fest, wer wirklich die Big Five sind. Aber das ist so ein feststehender Begriff für eben diese afrikanischen Safaris. Und genau das hat jetzt der Verstorbene ausgenutzt. Diese Information war Bettina bekannt und in Kombination ist sie dann auf Afrika gekommen. Und diese Afrika-Reise, die hatte ja eine große Bedeutung
für den verstorbenen Vater, weil er hat es ja seiner Tochter zum Abitur geschenkt und die beiden sind gemeinsam quasi nach Afrika gefahren. Also was für eine Erinnerung. Ja, also das muss eine ganz, ganz wunderbare Erinnerung sein, ein großer Moment im Leben von diesem Verstorbenen gewesen sein. Und genau dieser Punkt, dieses Erlebnis wird vorgetragen. Hat dein Vater gerne sowas gegessen wie Speck? Ja. Wow. Ich erinnere mich vegetarisch und das ist gerade kein angenehmer Geschmack in meinem Mund. Oh, wie kann man sowas mögen? Schüttelt es mich innerlich und äußerlich. Und dann wie so ein Holzbrett, wo dann auch Brot dann da drauf war und man. Ja, man hat gerne gefestigt. Ja. Zu deftig. Genau. Kann es sein, dass, sie, dass du bei ihr Ananas gegessen hast? Ja, schon, Früchte immer. Weil sie zeigt mir Ananas, dass sie dir wirklich so Ananasstückchen und dass du das so gerne gegessen hast als Kind. Ja, immer noch. Ja. Ist das etwas, was du gerade vor ein paar Tagen noch gegessen hast, eine frische Ananas? Habe ich gerade gekauft. Okay, danke. Die steht noch da. Danke, weil deine Oma sagt, dass sie die auch gerne gegessen hat und sie bittet dich, dass du, wenn du die Ananas schlachtest, dass du sie dann, dass du an sie denkst. Weil sie sagt, das ist so ein Geschmack, da läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja, wie mir jetzt gerade auch. Und ich bin noch hochallergisch auf Ananas. Ah, okay. aber wie gesagt, also deine Oma bittet dich, dass du das, dass du diese Ananas mit ihr, also quasi, dass ihr gemeinsam esst. Ah. Hat sie da Schlagsahne drauf gemacht? Nee, oder? Das ist der Sünde. Nee, Schlagsahne? Wisst ihr nicht, aber Zucker hat sie meistens auch. Ja, sowas. Oder Streusel. Als ich als Kind war, hat sie Streusel drauf gemacht. Ja. Ja, weil da kam mal irgendwas drüber für mich, das ausgesehen wie Schlagsahne. Ja. Aber, ja, aber kann auch Streusel da sein. Das ist einfach nur mein Synonym dafür. Hier spielte jetzt das Hellschmecken eine sehr große Rolle. Ich finde das Beispiel mit der Ananas auch sehr beeindruckend. Weil die Ananas spielte ja eine große Rolle offensichtlich in der Kindheit. Ja, also als die Hinterbliebene noch ein Kind war, hat die Oma ihr oft Ananas gegeben. Aber die Ananas wurde von der Hinterbliebenen auch gerade erst gekauft. Ja, das heißt, die Verstorbene hat das mitbekommen. Das war hier die Großmutter, die das offensichtlich ja, begleitet hat, den Einkauf, und das mitbekommen hat, ah, da wird wieder eine Ananas gekauft. Also ganz alltägliche Szenen werden auch mitbegleitet. Das finde ich sehr erstaunlich. Und ja, Bettina konnte das dann sozusagen auch wieder schmecken und hat auch gemerkt, der Verstorbene oder die Verstorbene haben auch Freude daran, wenn die Hinterbliebenen dann diese Nahrung zu sich nehmen, weil wenn man dann an die Verstorbenen denkt, können sie das mitschmecken. Und das ist etwas, was auch in der Studie oft genannt wurde. Ja, also das ist was, was Verstorbene offensichtlich sehr vermissen, diese materialistischen Genüsse, das Rauchen, das Trinken, das Essen. All diese Dinge werden offensichtlich vermisst und ganz, ganz oft sagen die Leute, bitte denk doch, wenn du das nächste Mal Eis isst an mich oder wenn du diese Früchte isst oder den Rinderbraten isst, ja, dann denk bitte an mich, weil das vermisse ich hier. Ja, das ist jetzt hier mit der Ananas ja ganz genauso gewesen. Und ja, was am Ende dann noch gesagt wurde mit der Sahne und den Streuseln, finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Weil Bettina hat ja nicht nur die Ananas gesehen, sondern gesagt, hey, das kann ja nicht sein, hat sie da etwa Sahne drauf gemacht. Und dann sagte die Hinterbliebene, nein, nein, Sahne nicht, aber Streusel. So, jetzt darf man das also nicht als falsch interpretieren, sondern Bettina sieht ja jetzt nicht so scharf, als würde sie auf ein Foto gucken, sondern sie versucht ja auch wieder Eindrücke zu interpretieren. Sie hat also gesehen, die Oma hat irgendwas auf die Ananas drauf gemacht und das sah vielleicht aus wie Sahne. Ja, aber es ist in Wirklichkeit Streusel gewesen. Aber alleine das Erkennen, dass die Oma irgendwas mit der Ananas noch angestellt hat, damit die offensichtlich noch anders schmeckt oder leckerer schmeckt, ja, das ist das Entscheidende hier. Ob das jetzt Sahne ist, Streusel oder Zucker, ja, also so präzise geht es dann auch nicht immer. Und alleine das Feststellen, das, was gemacht wurde mit der Ananas, finde ich doch sehr faszinierend. Und ja, das mit der Jause, mit der Bretteljause, wie man das dann im Süddeutschland nennt, finde ich auch sehr fasziniert. Der Hinterbliebene hat ja bestätigt, dass sein verstorbener Vater sehr, sehr gerne gewespert hat. Ja, also
großes Holzbrett, Brot drauf, Schmalz, Schinken und alles Mögliche. Das ist ja diese typische Brettljause. Und das hat Bettina geschmeckt. Als Vegetarierin ist es natürlich nicht sehr angenehm, aber sie hat dann genau diese Geschmäcke im Mund gehabt und konnte genau deshalb das auch erklären und beschreiben. Ja, und auch das war wieder sehr, sehr zutreffend. Hat dein Vater ein Problem auf seinem rechten Ohr gehabt, das er gar nicht gehört? Oder schlecht hat hören können? Ich weiß es nicht mehr, schon lange her, auf einem der beiden Ohren war es. Ja, genau. Weil als ich mich gerade mit ihm verbunden habe, war das Erste, was ich machte, war, dass auf meiner rechten Kopfseite quasi mein Ohr wie geploppt hat. Und so, als ob ich da schlecht jetzt, also ne, das geht jetzt wieder weg, das ist auch wieder in Ordnung. Aber nur, um dann darauf aufmerksam zu machen. Kann es sein, dass das schon 30 Jahre her ist? So 92, 93? Ja, 90. Ja, danke. Hat dein Vater einen Bruder, der auf der anderen Seite ist? Ja. Weil ich nehme deinen Onkel wahr, der neben ihm steht. Und kann das sein, dass der Onkel noch nicht so lange auf der anderen Seite ist? Vielleicht 10 Jahre oder so? So was, genau. Ja. Muss ein relativ starkes Herz gehabt haben. Kannst du das bestätigen, dass dein Herz entnommen worden ist? Das müsste ich meine Mutter fragen, weil ich auch mit ihr debattiere, das nicht zu machen. Aber für deinen Vater ist das vollkommen in Ordnung gewesen. Okay, das kann gut sein, weil ja. Ich glaube, es ging ums Herz. Ich war ja. Herz, Nieren und auch die... und auch irgendwas von den Augen ist irgendwas unter den Augen. Jetzt muss ich uns sagen, ich glaube, Herz kommt bestimmt. Aber ich. Weil er spricht darüber, dass er ein gutes, starkes Herz hat, das bis heute noch weiter schlägt. Weil ich sag mal, sein Herz hat ja normalerweise nur so einen Überlebensdauer von 10, 17, maximal 20 Jahren. Aber sein Herz schlägt immer noch in der Brust des Empfängers. Bettina hat also vom Verstorbenen die Information erhalten, dass einige der Organe gespendet worden sind. Und der Hinterbliebene hat das gar nicht so richtig gewusst, hatte ich das Gefühl. Zumindest konnte er nicht alles richtig bestätigen, er wusste nur, das ist Thema gewesen. Und später hat sich dann herausgestellt, eben nochmal durch Überprüfung, ja, das stimmt, der Vater ist also herztransplantiert worden, also das war korrekt. Ich finde aber auch sehr faszinierend, dass der Verstorbene gesagt hat, dass sein Herz immer noch schlägt. Das heißt, jetzt sind über 30 Jahre um nach diesem Unfall und das Herz ist quasi immer noch lebendig und schlägt im Körper des Empfängers weiter. Das zeigt ja, dass der Verstorbene in irgendeiner Form auch noch mit diesem Organ verbunden ist. Das ist etwas, was ich ja auch in meinem Buch beschreibe. Da habe ich das als Hypothese aufgestellt, dass die DNA in unseren Zellen mehr oder weniger eine Art Antenne sind, eine Seelenantenne. Und dass wir mit unserer Seele quasi über diese DNA mit unserem Körper in Kontakt treten können. Und das scheint also jetzt wirklich bei diesen transplantierten Organen auch der Fall zu sein. Ja, das heißt, wir sind immer noch mit unseren Organen auf gewisse Art und Weise verbunden, so wie es scheint. Ich hoffe, es war für euch spannend und faszinierend, mal in den Alltag eines Mediums hineinzublicken. Also sich anzuschauen, wie funktioniert das Ganze, wie erhält ein Medium eigentlich die Botschaften, wie übermittelt es dann diese Botschaften. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Arbeit unterstützt, mir ein Abo dalasst, einen Daumen hoch macht, wenn es gefallen hat. Und ja, bleibt dabei. Ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Oliver.